Hammer. Unser Bundeswirtschaftsminister und grünes Heizkraftwerk Robert Habeck möchte uns die Heizung ab nächstem Jahr auswechseln? Können wir? Kann ich mir das überhaupt leisten? Passiert das sozial und fair? Und was haben eigentlich Wohnhäuser, Klimakrise und Putin miteinander zu tun? Heute geht es um ein Thema, das uns wirklich alle betrifft. Unsere Heizungen. Hier auf dem Kanal wollen wir ab jetzt regelmäßig mit euch über die wichtigsten Themen im Bundestag aus Sicht der Grünen-Fraktion reden. Heute dabei die Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge, die nicht nur selbst eine Heizung besitzt, sondern auch Antworten hat, wie wir den Umstieg auf günstige, klimafreundliche Wärme schaffen und das fair für alle. Let's dive in. Leute. Die Diskussion um Wärme und Heizen wurde in den letzten Wochen ziemlich heftig und in manchen Ecken ziemlich unsachlich geführt. Dass dieses Thema so umfangreich diskutiert wird, ist aber klar. Heizen müssen wir alle. Viele fragen sich, was heißt das für mich und wieso kommt das Gesetz jetzt? Wir versuchen das Ganze mal ein wenig einzuordnen. Drei Gründe, warum das Thema Heizen jetzt so wichtig ist. Punkt 1. Wir sorgen dafür, dass Wärme bezahlbar bleibt. Wer heute eine neue Heizung einbaut, der nutzt diese im Schnitt 20 bis 30 Jahre. Das heißt, wenn eine neue Heizung eingebaut werden muss, dann soll das natürlich auch morgen noch bezahlbar sein, sagt auch Dr. Ulrich Schneider. Aber es wird so oder so dazu führen, dass fossile Brennstoffe immer teurer werden. Und zwar richtig teuer. Und deswegen ist es vernünftig, den Ausstieg daraus so früh wie möglich zu praktizieren, wenn es irgend geht. Wer also in 20 Jahren noch auf Gas setzt, der wird mit dem günstigen Massenmarkt der Erneuerbaren konfrontiert sein. Punkt 2. Wir schützen das Klima. Dass ich beim Klimaschutz mehr tun muss, da sind sich inzwischen fast alle einig. In 22 Jahren müssen wir klimaneutral sein. Viele Bereiche sind super ersichtlich, aber wusstet ihr, dass der Gebäudebereich für mehr als ein Drittel aller CO2-Emissionen in diesem Land sorgt? Komisch, dass es keine Proteste vor Mietshäusern gibt, oder? Punkt 3. Wir machen uns unabhängig. Wir haben letztes Jahr Milliarden an Nothilfen organisiert, um die jahrzehntelange Abhängigkeit von Putins Gas auszugleichen. Das war einmalig und ist auf Dauer nicht möglich. Umso wichtiger ist es jetzt, die eigene Industrie und das Handwerk zu stärken, um uns möglichst unabhängig aufzustellen und uns vor willkürlichen Machtspielen und Preissprüngen zu schützen. So, und jetzt kommen wir mal dazu, wie das Gebäudeenergiegesetz, das Gesetz, worum sich alles dreht, das lösen soll. Was du zum Gebäudeenergiegesetz wissen musst, was dich davon betrifft und welche Möglichkeiten du hast, in 99 Sekunden zusammengefasst. Ready when you are. Heizung kaputt. Was jetzt? Von 2024 an soll jede neu eingebaute Heizung zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Das einmal vorweg. Niemand muss eine funktionierende Heizung austauschen. Nur für den Fall, dass eure Heizung ihren 30. feiert, yay, oder gar nicht mehr repariert werden kann, wirklich gar nicht, dann habt ihr bald freie Wahl zwischen so einigen Optionen. Es gibt nur eine Vorgabe. Hauptsache, die neue Heizung heizt mit mindestens 65% erneuerbarer Wärme. In der Praxis werden die meisten wahrscheinlich auf diese Pferde setzen. Der allseits diskutierten Wärmepumpe und das Wärmenetz. Die Wärmepumpe funktioniert eigentlich wie ein umgekehrter Kühlschrank. Mit dem Unterschied, dass nicht Kälte, sondern Wärme erzeugt wird. Dafür entzieht die Wärmepumpe Wärme aus der Umgebung mittels eines ziemlich smarten Kreislaufs. So nutzt ihr nur einen kleinen Anteil Strom und zieht den Großteil an Wärme kostenlos aus der Umwelt. Diverse Feldtests ergaben, dass das selbst bei älteren Häusern gut funktioniert. Noch entspannter ist das Wärmenetz. Viele Städte und Kommunen bieten jetzt schon die Möglichkeit, sich an große Heizkraftwerke anzuschließen. Das ist interessant für Bestandsbauten und natürlich besonders für die von euch, die in Wohnungen und Mietshäusern wohnen. Die Versorger verpflichten sich, die Vorgabe von 65% erneuerbare Wärme zu erfüllen. Sprich, ihr als MieterInnen müsst erstmal nichts machen. Und noch besser, wenn eure Gegend in den nächsten 10 Jahren ein Wärmenetz plant, seid ihr fein raus und braucht keine Übergangslösung. Easy. Wow. Und jetzt kommen wir zur Kohle. Hier mal nicht die zum Verbrennen, sondern zum Geld. Jeder, der eine Heizung kauft, soll sich diese auch leisten können und Unterstützung erhalten. Bereits bestehende Förderungen werden massig ausgeweitet. 30% Förderung bei Umstieg kriegt ihr immer und stufenweise kann diese bis auf 50% erhöht werden. Der Umstieg ist im ersten Schritt eine Investition, aber auf die lange Sicht lohnt sich die Wärmepumpe aber auch wirtschaftlich praktisch immer. Sagt die Energieexpertin Dr. Miriam Vollmer. Dennoch, für die Hausbesitzer, die ein geringes Einkommen haben, kann die einmalige Investition herausfordernd sein. Deshalb wollen wir, die Grünen, im Bundestag nun zusätzlich eine Förderung einführen.
Je nach Einkommen können bis zu 80% der Gesamtkosten einer neuen, klimafreundlichen Heizung übernommen werden. Wow. Förderungen und Kredite für zum Beispiel die Sanierung von Gebäuden, für Dämmmaßnahmen und Fenstertausch gibt es weiterhin. Das Coole ist, dass ihr mit all diesen Fragen nicht alleine gelassen werdet. Das Bundeswirtschaftsministerium fördert eine Energieberatung für Wohngebäude und übernimmt bis zu 80% der Kosten. Unten in der Beschreibung haben wir euch ein paar hilfreiche Links zusammengestellt. Welche Fragen beschäftigen euch? Geht es euch zu schnell oder zu langsam? Und seht ihr das Ganze mit Sorge oder auch als Chance? Lasst uns gerne einen Kommentar da und falls ihr weiterhin auf dem Laufenden gehalten werden wollt, gerne auch ein Abo mit Glöckchen. Wir sind ehrlich, der Umstieg auf unabhängige, bezahlbare und klimafreundliche Wärme ist eine Riesenherausforderung. Aber klar ist auch, wir dürfen nicht Soziales jetzt gegen Ökologisches ausspielen, denn dann erleiden wir alle Schiffbruch, im Sozialen wie im Ökologischen. Und deswegen sagen wir als Paritätischer, es geht am Ende nur zusammen, ökosozial. Und um zu vertiefen, wie das sozial, fair, für Klima und uns alle passiert, haben wir heute die Person zu Gast, die an der weiteren Ausarbeitung des Gesetzes ganz nah dran ist. Bei uns ist Katharina Dröge, Fraktionsvorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion. Hallo Katharina. Hallo. Schön, dass du da bist. Sehr gerne. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit dir. Und du hast dich ja in den letzten Wochen nicht nur mit dem Thema auseinandergesetzt, sehr intensiv, sondern dich auch mit den Fragen der Menschen, der Sorgen, mit denen auseinandergesetzt. Wir haben auch ein paar Fragen von unseren UserInnen gesammelt. Eine Frage lautet: Sie tun so, als hätten die Leute was davon. Wärmewende bedeutet doch im Endeffekt, dass wir immer noch in einer kalten Bude sitzen, aber dafür einfach mehr bezahlen. Was würdest du so einem User zum Beispiel antworten? Also ganz wichtig ist, dass es ja um Menschen geht, die sich eine neue Heizung einbauen müssen und nicht um Menschen, die schon eine Heizung haben. Ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft am Anfang. Und wenn ich mich jetzt entscheide für eine neue Heizung und ich setze weiterhin auf Erdgas, dann werde ich eine Heizung einbauen, die ich nicht bis zum Ende der Lebensdauer einer Heizung laufen lassen kann. Weil dann müssen wir klimaneutral sein und damit bewahren wir mit diesem Gesetz die Menschen vor hohen Kosten in Zukunft, schützen sie davor. Und wir haben sehr viele Vorschläge dafür, wie wir Menschen auch unterstützen können, wenn sie sich für eine klimaneutrale Heizung entscheiden. Und warum muss das denn jetzt gerade jetzt passieren? Denn es gibt so ein Gefühl von, dass Deutschland jetzt gerade im Alleingang sozusagen dieses Thema voranpreschen muss. Also eigentlich hätten wir das schon vor 10 Jahren machen müssen, ehrlich gesagt. Wir sind schon viel zu spät mit diesem Gesetz. Und wenn man sich das europäische Ausland anschaut, auch gerade Nordeuropa, wo es ja nicht unbedingt wärmer ist als bei uns, dann sind die schon viel weiter beim Thema Wärmepumpe beispielsweise. Wir hängen da so echt hinterher und wir haben nicht mehr viel Zeit. 2045 will Deutschland klimaneutral sein und das ist kürzer als die Lebensdauer einer Heizung. Und deswegen muss das jetzt eigentlich sein. Und auf der anderen Seite wird es auch günstiger für die Menschen. Gerade in Neubauten ist es jetzt schon günstiger, wenn man sich für eine Wärmepumpe entscheidet. Darauf gehen wir gleich nochmal ein. Wie kann denn Politik sicherstellen, dass Eigentümer sich das auch leisten können? In meinem Kopf denke ich mir, wer sich Eigentum leisten kann, der müsste vielleicht eigentlich gar keine Probleme haben. Also wer sich heute ein Haus leisten kann, der hat auch oft viel Geld. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die schon sehr, sehr lange in Häusern leben, die sie vielleicht geerbt haben, die ein geringes Einkommen haben. Und gerade wenn die Häuser alt sind und die Leute da lange leben, dann müssen sie auch besonders unterstützt werden. Und deswegen haben wir Grünen das auch wirklich sehr im Blick, dass wir gerade da eine gute Unterstützung gewährleisten. Die Bundesregierung hat jetzt schon vorgeschlagen, für die Ärmsten soll die Unterstützung bei 50% des Kaufpreises liegen. Und wir wollen auf bis zu 80% hoch als Grüne. Da diskutieren wir jetzt noch ein bisschen mit den anderen drüber, ob das klappt. Aber das heißt für uns wirklich, jeder, der mitmachen möchte, soll auch mitmachen können. Wie sieht das denn für mich zum Beispiel, ich habe kein Eigentum, noch nicht. Wie sieht das denn für mich als Mieterin aus? Also was betrifft mich da persönlich? Also erstmal muss sich ja die Mieterin gar nicht um die Heizung kümmern. Das macht ja die Vermieterin. Aber es gibt natürlich die Sorge vieler Mieterinnen, dass dann die Heizkosten teurer werden. Und da sagen wir beispielsweise, wenn sich der Vermieter für eine sehr teure Form der grünen Technologien entscheidet, dann deckeln wir das auch und machen dann eine Preisgrenze. Und auf der anderen Seite sorgen wir auch dafür, dass nicht alle Investitionskosten umgelegt werden können auf die Mieterinnen, gerade dann, wenn die Häuser nicht gut gedämmt sind, nicht, um so auch einen Schutz für Mieterinnen sicherzustellen. Das Gesetz wirkt bisher sehr umfangreich. Sind denn die Gründe dafür auch sehr umfangreich?
Ja, also der wichtigste Grund ist, dass wir im Gebäudebereich unheimlich viel CO2 produzieren. Mhm. Und das wissen die Menschen oft gar nicht. Viele fragen sich jetzt zum ersten Mal, ach krass, die Art und Weise, wie ich heize, die verursacht eine Klimakrise. So, das ist für viele nicht so in der Diskussion gewesen. Und deswegen ist es auch wichtig, da einmal drüber zu reden. Und wenn wir auf klimaneutrales Heizen umstellen, dann können wir echt einen großen Beitrag zur Bekämpfung der Klimakrise leisten. Und auf der anderen Seite, und das ist genauso wichtig für die Leute, wird Erdgas teurer werden, weil CO2 einen Preis bekommt, auch auf europäischer Ebene. Dann steigen die Preise, dann steigt auch die Heizungsrechnung. Und deswegen schützen wir die Leute auch genau vor diesen Fragen. Das Gesetz rühmt sich ja auch mit einer Technologieoffenheit. Und gleichzeitig werden eigentlich immer sehr ähnliche Technologien benannt. Wie sieht es denn aus zum Beispiel mit Alternativen, zum Beispiel Wasserstoff? Wie sieht es aus mit Pellets oder vielleicht auch weiteren Alternativen, die noch gar nicht bisher so sehr verbreitet sind? Also ich glaube, die Alternative, über die am wenigsten gesprochen wird und die aber am wichtigsten ist zur Wärmepumpe, ist die Fernwärme. Gerade in Großstädten wie Berlin oder Köln, wo die Leute ganz dicht beieinander leben, da ist so ein Fernwärmenetz oft die ganz einfache Alternative, dort die Häuser anzuschließen. Dann muss man im Haus selber nämlich gar nicht so viel ändern und das dann umzustellen auf klimafreundliche Fernwärme. Das beinhaltet das Gesetz auch. Da gibt es auch lange Übergangsfristen. Wenn die Fernwärme noch nicht da ist, kann man warten mit einer neuen Heizung, um sich dann auch anschließen zu können an die Fernwärme. Aber grundsätzlich beinhaltet das Gesetz eine große Vielfalt unterschiedlicher Möglichkeiten, wie man in Zukunft klimaneutral heizen kann. Es gibt nur ein zentrales Kriterium, es muss eben klimaneutral am Ende werden können. Bis zu ca. 65%, nicht wahr? Beim Wasserstoff, da machen wir einmal die Grenze für 2030 und dann für 2035 nochmal und sagen, wie viel Wasserstoff soll dann im Netz drin sein, um zu verhindern, dass eigentlich diese Wasserstoffdiskussion zu einer Erdgasverlängerungsdiskussion wird. Verstehe. Weil wenn man den Leuten sagt, ja, du kannst eine Heizung einbauen, die ist vielleicht irgendwann mal nutzbar für Wasserstoff, aber solange Wasserstoff nicht da ist, kannst du eben weiter Erdgas nutzen. Und dann sagen irgendwann alle, schade, kommt ja kein Wasserstoff, also machen wir immer weiter mit Erdgas, dann hat eben das ganze Gesetz nichts gebracht. Gibt es denn eigentlich auch genügend Wärmepumpen und gibt es genug ExpertInnen, die diese auch installieren können, anbringen können? Also das fragen sich viele und die Bundesregierung, Robert Habeck als Wirtschaftsminister, hat sich genau darum auch gekümmert. Er hat sowohl die Heizungsunternehmen an einen Tisch geholt, als aber auch das Handwerk mit an den Tisch geholt in einem großen Wärmegipfel und hat gefragt, schafft ihr das? Und beide, sowohl die Hersteller als auch das Handwerk, haben gesagt, ja, das ist möglich. Die Zahlen, die ihr euch vorstellt, 400.000, 500.000 Wärmepumpen pro Jahr, das kriegen wir hin. Weil das ist auch eine ganz wichtige Botschaft. Es werden jetzt nicht alle 20 Millionen Gasheizungen in Deutschland auf einen Schlag umgestellt auf Wärmepumpen, sondern es geht ja ganz langsam, Schritt für Schritt, immer diejenigen, die jetzt gerade eine neue Heizung brauchen. Mhm. Und deswegen ist so die Schätzung 400.000 bis 500.000 Wärmepumpen pro Jahr und das ist auch machbar. Mit wie viel Zeit können wir da rechnen? Also bis wann werden sich Kosten, Austausch, Zeiträume, bis wann wird sich das so ungefähr einpendeln können? Also wir sorgen eben bei denjenigen, die die Wärmepumpe dann tatsächlich einbauen müssen, für so eine hohe Förderung, dass sich das recht schnell lohnen wird. Und bei den Mieterinnen, da sorgen wir für einen Schutz, dass die Wärmepreise auch tatsächlich begrenzt werden von Anfang an. Also das ist uns ganz wichtig. Wir wollen nicht ein Gesetz machen und die soziale Förderung kommt dann irgendwann, sondern wir sehen uns alle in der Verantwortung, dieses Gesetz gleichzeitig mit einer guten sozialen Förderung zu machen. Vielen Dank, Katharina Dröge. Ich danke dir. Ein ganz schön großes Thema und ihr merkt, zugespitzt, einfache Antworten, wie sie vermeintlich hier und da auftauchen, gibt es nicht. Aber das Gebäudeenergiegesetz bietet Lösungen und schafft eine Perspektive. Für euch, für die Gesellschaft und Wirtschaft, für ein unabhängiges und klimaneutrales Deutschland und für ein warmes Zuhause, jetzt und in Zukunft. Und wenn wir zu unseren Nachbarn schauen, wir sind nicht die Einzigen und es funktioniert sogar sehr gut. Was meint ihr? Wir freuen uns über eure Gedanken, eure Kommentare dazu. Das war's für dieses Mal. Lasst uns gerne ein Like oder ein Abo da, um über die nächste Sendung und neuen Content informiert zu bleiben. Ich freue mich auf euch. Ciao.